Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute mit einem winterlichen Fotowalk aus dem schönen Örtchen Graal-Müritz an der Ostsee. Heutiges Fotoziel, Hauptziel vom Fotowalk, ist natürlich die Seebrücke. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was mich so richtig erwartet. Ich hoffe ja, so ein paar nette Eiszapfen, die wären schon nett. Dann haben wir am Strand unten Buhnen, die bieten sich natürlich auch immer an zum Fotografieren. Vielleicht eine Langzeitbelichtung, stürmisch ist es ja heute nicht. Das heißt, da könnte man durchaus mal mit dem ND1000 eine nette Langzeitbelichtung machen. Und dann hoffe ich heute auf einen schönen Sonnenuntergang. Ich habe mir die ganze Situation hier nämlich heute schon mal in Fotopilz angeschaut. Und die Sonne sollte jetzt eigentlich parallel zum Strand untergehen. Tja, wenn das Wetter mitspielt, wir haben so ein paar kleine nette Wölkchen im Hintergrund, dann könnte das echt einen coolen Sonnenuntergang geben. So, wir gehen jetzt erstmal vor zur Seebrücke, auf die Seebrücke. Und dann gucken wir mal, ob es da vielleicht schon das erste Motiv gibt. Auf der Seebrücke habe ich jetzt hier tatsächlich doch noch ein Fleckchen gefunden, wo wir schöne Eiszapfen dran haben. Und zwar an solch einem Anleger hier unten. Tja, Foto als erstes habe ich gemacht, natürlich ohne Filter, ohne Langzeitbelichtung. Ja, ist ganz nett, aber halt nicht spektakulär. Dafür fehlt es halt an großen Wellen. Was wir aber machen können, ist eine Langzeitbelichtung. Deshalb habe ich hier nochmal meinen K9 draufgeschraubt, ein ND1000 eingesteckt und auch meinen Polfilter natürlich verwendet und hier eingedreht. Damit hast du nämlich den Vorteil, dass du die Reflexion bei der Langzeitbelichtung aus dem Wasser ein bisschen rausbekommst und durch die 30 Sekunden, die ich hier mit dem ND1000 belichten kann, kriege ich eine schöne Glättung des Wassers hin. Ich denke, das ist hier das bessere Foto. Als Vergleich zeige ich euch das Ganze natürlich mal hier ohne einen entsprechenden Filter, ohne eine Langzeitbelichtung. Ja, ist ein ganz nettes Foto, aber ich persönlich finde es halt dann mit eingestecktem ND1000 30 Sekunden und zusätzlich natürlich mit einem Polfilter wesentlich interessanter. Habe ich bei den finalen Fotos eben noch mal beim Vergrößern auf dem Display schon fast angefangen an mir zu zweifeln. Ich habe eine Langzeitbelichtung gemacht, 30 Sekunden und habe hier unten diese senkrecht im Wasser stehenden Poller anfokussiert. So, 30 Sekunden belichtet, jetzt habe ich mein Foto angeguckt, sind die Poller unscharf. Jetzt habe ich alles noch mal kontrolliert, Bildstabilisator hat mein Tamron 1735 nicht. Tja, woran kann das jetzt liegen? Bis ich mal ein bisschen genauer hingeguckt habe. Und zwar bewegen die sich hier im Wasser. Das ist natürlich ungünstig für eine Langzeitbelichtung. Das heißt, da kriegst du auch kein gestochen scharfes Foto natürlich hin. Aber ich habe es ja trotzdem fotografiert, weil ich den Blick so hier runter natürlich mag. Und das sieht ziemlich gut aus. Und Langzeitbelichtung finde ich halt beim Wasser besser. Muss ich halt in Kauf nehmen, dass diese Poller, die hier stehen, dann irgendwie ein bisschen unscharf sind. Aber ist egal, Foto, das finale Foto gefällt mir trotzdem. Also müsst ihr darauf achten, wenn ihr so eine Langzeitbelichtung macht und ihr habt irgendwas, was sich bewegt, ist das natürlich extrem ungünstig für euer finales Foto. Das kann dann nämlich gar nicht knackscharf werden. Ja, ich glaube, viel mehr interessante Fotos werden wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt hier von der Seebrücke auch nicht bekommen. Ich werde nachher auf jeden Fall nochmal zur blauen Stunde herkommen. Solange werde ich auf jeden Fall hier bleiben. Ich denke, wenn hier die Lampen angehen, dann könnte das tatsächlich doch noch ein gutes Fotomotiv werden. Jetzt werde ich aber erstmal runter zum Strand, zu den Buhnen, werde mir da eine Stelle suchen, dort auch nochmal eine Langzeitbelichtung machen. Dann hoffe ich natürlich auf einen tollen Sonnenuntergang. Das Ganze, ja, sieht schon ziemlich gut aus. Wir haben jetzt ein paar kleine Wölkchen und die, tja, können nachher
natürlich die Lichtsituation und auch die Farben vom Sonnenuntergang perfekt einfangen. Jetzt seht ihr es gerade, Licht ist ein bisschen weggegangen bei mir. Das heißt, die Sonne verschwindet gerade hinter so einem kleinen Wölkchen. Ich kann euch ja mal drehen, dann seht ihr das, wovon ich spreche. Also das Ganze sieht schon ziemlich gut aus. Ihr seht es hier auch im unteren Bereich, aber schon schöne Orangetöne. Im oberen Bereich ein schönes Blau. Und das verspricht natürlich nachher einen tollen Sonnenuntergang. Und da kriegen wir bestimmt auch ein gutes Bildergebnis hin. Ich werde jetzt erstmal runter zum Strand. Und dann gucken wir mal, wo wir uns da positionieren. An den Buden, die ihr hier seht, habe ich noch ein schönes Motiv entdeckt. Und zwar auf der Seite, die abgewandt von der Sonne ist, hält sich das Eis hier ganz wacker an diesen Buden. Und das sieht ziemlich cool aus, wenn du hier eine schöne führende Linie ins Bild bekommst durch die Buden, die Eiszapfen da dran und dann noch ein paar Wellen, die quasi so hochplätschern. Das sieht schon ziemlich genial aus. Da kann man schon das eine oder andere nette Foto machen. Ja, und schwupp ist weg die Sonne. Da muss man sich zum Schluss dann manchmal ganz schön beeilen, weil man doch noch vielleicht die ein oder andere Perspektive im Sonnenuntergang erhaschen will. Ich habe hier unten die Buden benutzt, um mein Bildaufbau zu wählen, mein Bild zu gestalten. Ich glaube, das war hier die beste Wahl. Die Eiszapfen, die hier drin sind an den Buden, die waren schon ziemlich interessant. Ich habe einen Lensball auch nochmal rausgeholt, habe hier den nochmal auf den Buden platziert. Das sah schon ziemlich interessant aus. Jetzt warte ich aber noch ein bisschen hier auf die blaue Stunde. Ihr seht, Sonne ist weg. Wir nähern uns jetzt langsam der blauen Stunde. Ich habe einige Langzeitbelichtungen auch gemacht. Auch das sah jetzt interessant aus. Sonne ist zwar weg, aber wir haben jetzt natürlich eine schöne Lichtstimmung hier. Wir haben unten einen Orange und das läuft in ein schönes Blau aus. Da bietet sich natürlich auch nochmal eine Langzeitbelichtung an. Dafür habe ich jetzt ein ND 64 genommen, habe dann 25 Sekunden belichtet. Ein ND 1000 war jetzt tatsächlich hier schon zu viel, aber das Bildergebnis, das fand ich jetzt schon ziemlich interessant. So, ihr Lieben, ich warte jetzt noch ein bisschen bis zur blauen Stunde. Ich hoffe, die Lichter gehen gleich an hinten auf der Seebrücke und dann werde ich dort noch das ein oder andere Foto machen. Die letzten Leute von der Seebrücke sind jetzt verschwunden. Das mag natürlich daran liegen, dass es mega kalt ist hier unten am Wasser. Aber ist natürlich zu meinem Vorteil, denn dann kriege ich natürlich bessere Fotos ohne Menschen, die ich nachher rausretuschieren muss, auf der Seebrücke hin. So, ich werde jetzt noch das ein oder andere Foto machen hier an den Buden. Ein bisschen Lichtsituation ist noch und dann geht's hoch auf die Seebrücke. We'll be right back.
Das war es jetzt auch mit der blauen Stunde. Obwohl, so eine richtig blaue Stunde gab es gar nicht. Da wir einen absolut wolkenlosen Horizont hatten, gab es auf der linken Seite immer noch so ein paar Orangetöne von der untergegangenen Sonne. War auch mal eine interessante Bild- und vor allem Farbkomposition. Ihr Lieben, das soll es auch gewesen sein. Vielleicht wart ihr ja selber schon mal hier auf der Seebrücke, vielleicht zum Sonnenauf- oder Sonnenuntergang. Dann lasst mir doch gerne mal dazu einen Kommentar da. Wann wart ihr hier? Hattet ihr vielleicht auch so einen tollen Sonnenuntergang? Völlig wolkenlos. Wann war das Ganze? Und habt ihr auch tolle Fotos machen können? Ansonsten, wenn euch dieser kleine Winter-Foto-Walk hier zur Seebrücke gefallen hat, dann lasst mir für das Video doch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.